Was geht ab? YouTube und einen wunderschönen guten Tag an alle Zuschauer und Abonnenten. Wir spielen heute den NS19 auf der Hof Bergmann zusammen mit dem McManus, den Domme und den Steinbeißer, den Steini. Hallo. Moin. Hat er irgendwie zu viel Zug in seinen Cornflakes gehabt? Oder Alter, ich hab heute Prüfungsergebnisse bekommen. Ich habe bestanden. Stimmt, ja. Du hast bestanden? Ich habe bestanden, ja. Ja, dann GZ nochmal, ne? Ja, dankeschön, dankeschön. Ja, hast du mit einer 2 bestanden? Natürlich nicht. Mit was hast du bestanden? Bitte? Mit was hast du bestanden? Mit einer 2 plus. Echt? Ja, sehr. Nicht. Nicht, nein. Ich habe mit einer schönen 4 bestanden. Okay, GZ zurückgenommen, Junge. Das ist ja peinlich, Alter. Ach, ist mir doch scheißegal. Bestanden ist bestanden. So, warte mal. Ich muss mal hier, warte mal. Ich muss mal hier ein bisschen was organisieren gerade. Ich habe jetzt gerade nicht so viel Zeit für euch, ja? Kümmert euch mal bitte um euer eigenen Kram. Beiert die Karte, nein. Ja, erstmal brauche ich das. Das ist schon mal perfekt. Okay. Brauchen wir zweimal. Wenn ihr euch Gedanken gemacht habt, was vielleicht noch wichtig wäre zu kaufen, tut das jetzt ganz schnell. Ja, bleib mal ruhig, Brauner. Ballenwagen steht auf dem Feld, wenn du sowas kaufen willst. Papa ist beim Händler. So, ich bin mal mit dem Johnny beim Händler, ja? Ja, ich wollte es gleich haben. Mit unserem kleinen Johnny hier, mit unserem Sportflitzer. So, ja, heute Schweizer im Doppelpack. Oder das Schweizer Doppelpack. Schauen wir mal. Es wurden schon Bewerbungen geschrieben, wie ich gelesen habe, dass mehr Deutsche ins Hof-Bergmann-Team kommen, dass die Schweiz sicher nicht gewinnt. Ja, also man muss ja dazu sagen, leider Gottes oder dummer Zufall ist, dass Domme unser Bewerbungsguru ist. Also der schaut immer die ganzen Bewerbungen durch, gerade wenn es um die Teambewerbung geht und so weiter. Und ja, es hat halt Vorteile, aber auch Nachteile, wie wir gerade hören. Naja, es sei denn, ihr könnt gut den Schweizer Akzent nachmachen, dann würde ich das tun. Dann habt könnt ihr euch ins Projekt mogeln quasi und dann könnt ihr hier so richtig auf dem Lolli hauen. So, kann der, ich habe ja gehofft, dass der, naja gut, macht nichts. So, ich habe zu den Gabelstaplern ganz kurz, Freunde. Diese Gabelstapler gehören nicht uns, aber die können wir benutzen. Oh, okay, jetzt kann ich ja nicht nachts schlafen, Alter, boah. Warum? Ja, du hast dich danach nicht erkundet, du Penner. Boah, ne, ey, Alter. Das ist eine Snitch, Alter. So, jetzt muss ich noch mal kurz gucken, passen die quer drauf? Da ist die Wand an, ey, das ist aber auch. So. Gut. Was hast du Männertag gemacht für sie? Ja, gestreamt, gar nichts gemacht. Hä, ich denke, du bist mit deinen Kollegen unterwegs. Ja, bin ich dann doch nicht. Hast du gestern gestreamt? Ja. Echt? War der jemand da? Ja. Waren alle besoffen? Wahrscheinlich, ja. ich begib mich dann auch mal zum Händler. Nein. Jemand beim Händler schon die Gabel abgeholt? Nee. Dann gehe ich da mal eben schnell hin und hol die Gabel. Was willst du beim Händler machen? Die Gabel abholen. Dünger holen. Können wir keinen Dünger herstellen? Nee, Dünger können wir nicht herstellen. Nee. Keine Angst, ich kaufe nicht zu viel. Alles gut. Nimm doch die anderen Big Packs. Da ist, glaube ich, gleich 2000 drin. Okay. Die Säcke, weißt du? Ja. Sehr ganz praktisch. Musst du aber mit dem Dings runterfahren und vorne die Gabel dran machen. Ah? Ja, Freeze ist auch unterwegs. Ja, aber der will ja eine Gabel abholen. Ja, aber der Stab, der steht hier unten. Ja, aber der wird die nicht. Kauf mal bitte einen.
Was, der Stapler? Nein, weißt du, was ich meine mit diesen Big Packs? Diese Big Bags? Diese hinten, diese, warte mal, Mischfutter, Getreide, gibt's überhaupt? Mineraldünger, genau. Mineraldünger, Kalk, Schweinefutter, Pferdefutter, genau. Domme? Da mein Mineraldünger. Hast du noch das Glaspack zufällig auf deinem Rechner? Das sollte doch noch auf dem. Scheiße, egal. Niemand hat's gesehen. Das sollte doch noch auf dem Server sein, oder nicht? Nee, da haben wir ja schon zweimal gewechselt, wo das war, und dann werden die immer komplett gelöscht. Nein, hab ich nicht mehr. Das hier, weißt du, da wirst du mit dem Gabelstapler nicht viel Erfolg haben. So. Oh. Cool. Haben wir einen Gruppe? Oh doch, das geht. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass die Schlaufe vorne Colli hat. Ja, dann. Will mal rein hier. Ja, warte. Das will ich mal absenken. Jemand schauen. Kannst den Kollegen absenken, hast du schon. Nee, ich drück R, Mann. Geht das mit R? Nö. Das. Echt nicht? Doch. Och. So. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. So, ich habe Saatgutbeize gekauft. Das heißt, wir können einmal Saatgut produzieren. Jetzt endlich. Denn da ist ja schon was drin. So, dann büße ich mir mit dem Kollegen mal wieder hoch. Schau mal, dass das mit dem Fässern jetzt hält halbwegs. Wir müssen mal noch einen. Oh, wer schreibt mal mit wegen Mods, was noch drauf muss? Kamerakollision müsste noch drauf. Die ist leider noch nicht drauf. Ja, danke, machen wir. Und sägelt uns da eine Kollege hinten ab. Ach ja. Wieso steht bei dem Grasfeld muss gepflügt werden? Einfach nicht beachten. Einfach nicht beachten. So, wir können auch mal gucken, was wir noch für Drescher mit draufnehmen können. Was für die Map vielleicht noch ganz gut passen würde. Und generell so ein paar Fahrzeuge oder Mods halt. Also ich habe ja heute was gelesen, ne? Da ist mir ja kurz die Hose aufgegangen. Wieso denn? Mit diesen Relockers-Mod. Der UAZ-Servicewagen. Aha, ja. Dass der wieder geht, ne? Also das ist ja der Shit, Alter. Da waren irgendein paar Einträge ein bisschen... Ja? Schlecht konvertiert. Aber da kannst du mir... Boah, jetzt hab ich den jetzt verloren, ey. Aber da kannst du mir sagen, was du willst. Der Dings hat was drauf, oder? Der Money? Ja, der ist gut. Der Money. Gefällt mir. Der Name gefällt mir, dass er was drauf hat, gefällt mir. Gefällt mir alles irgendwie. Alter, fahr sofort das Förderband zurück. Was willst du schon wieder machen hier, du Geier? Was hast du mit dem Förderband vor, Alter? Ja, das verkaufe ich jetzt. Wie, jetzt verkaufe... Oh, Alter, was ist denn hier los? Oh. Sag mal jetzt eben, Leute, bei mir haben die Leute so viel in die Kommentare geschrieben, dass der Ballenlager da funktioniert, aber das funktioniert doch noch gar nicht. Nee, das funktioniert nicht. Nee, das funktioniert nur im Singleplayer, Leute. Steht aber auch direkt in der Map-Beschreibung, Singleplayer. Genau, und das war auch mein Stand, aber weil wir Manu drüber laufen lassen haben und ich wusste jetzt nicht mehr, ob wir das erzählt hatten oder nicht, deswegen habe ich da überlegt, wo wir das hier einführen müssen. Ah ja. Diese Palette wurde hier ordnungsgemäß abgestellt, direkt vor der Einfahrt. Welche Palette? Ja, oder ein Tank. Das ist natürlich, ja, die muss ich gerade holen. Das ist natürlich geil. Auch beim Siegmaster musst du das richtige Mischungsverhältnis machen, ne? Ach echt? Ja. Oh, das ist nice, das finde ich nice. Hab jetzt die Beize reingeschmissen und ja, muss halt das richtige Mischungsverhältnis machen. Alter! Meine ich wieder einparken hier den Kollegen.
So. Gut, haben wir noch einen Traktor mit Frontlader? Jetzt wird es nämlich langsam dünn hier. Brauche ich mal den Traktor mit Frontlader? Braucht ihr beide den Frontlader? Weil wenn nicht, müssen wir mal tauschen, bitte. Hab ihn abgehangen, kannst meinen haben. Braucht den Traktor mit Frontlader? Achso, du hast ihn abgehangen, alles klar. Dann weiß ich, ist noch ein Siemer, steht auch noch da, den kannst du ja den nehmen. So, warte mal. Wo haben wir denn die ganzen Gabeln? Legen wir immer wieder schön auf das Holzregal, oder? Jo. Ja, gut. Perfekt. Wir könnten Feld 2 kaufen. Nein, lieber 5. Aber warte mal, ich glaube, das ist für den Strautmann, oder? Also für den Kramer. Für den Kramer, ja. Aber du kannst den nehmen sonst, wenn du den willst. Ja, ich bräuchte den mal ganz kurz. Mal vorne die Palette abholen. Feld 5 wäre Sonnenblumen drauf. Aber mal kurz eine Frage, wer hatte denn die Idee hier mit dem Ballenanhänger? Ja, hier. Mhm. Warum ist denn mit dem Ballenanhänger schon wieder? Ja, weil der so groß ist, ich weiß nicht, ob ich alle Ballen hier drauf kriege. Okay. Ja, dann presst ja noch ein paar. Ja. Genau, überlegen, ob wir vielleicht nochmal weiterzumachen und das, damit der voll wird, der Anhänger hier. Ja. Dann nehmen wir nicht den außen DLC. Aber übrigens, da gehen auch Quaderballen rein. Wieso haben wir jetzt unbedingt Rundballen gemacht nochmal? Gab es da einen Grund dafür? Oh, ich hatte gesagt, weil das Ding noch rund war. Deswegen habe ich gedacht, da passen nur Rundballen rein. Ja, genau. Entschuldigung, wenn du beim nächsten Mal einen Fehler machst, dann... Ja, wenn du endlich mal dieses Hof Bergmann Betriebsanleitung durchlesen würdest, ja, dann wüsstest du, dass da auch Quaderballen reingehen. Ja, ich tut mir echt leid, ich werde das morgen durchlesen. Aber man muss natürlich dazu sagen, Props gehen raus an die ganzen Zuschauer. Leute, ihr schreibt uns, habt uns echt viele Sachen, hilfreiche Sachen auch in den Chat geschrieben. Dafür sind wir euch sehr, sehr dankbar. Sehr lieb von euch. Dann auch die Däumchen nach oben. Immer extra schmackhaft, dafür gehen Küsse raus und ja, passt einfach. So. Wie gesagt, Feld 5 wäre erntereif, Sonnenblumen. Ja, wo ist denn das Problem? Dann nimm dir doch einen Drescher und ernte. Der gehört nicht uns, er hat jetzt schon zweimal gefragt, ob er es kaufen kann. Warum? Brauchen wir Sonnenblumen? Also wenn wir Sonnenblumen brauchen, dann kauf's. Was kostet denn das? 174.000. Müssen halt mal gucken. Ich meine, wir haben. Wie viele Felder haben wir jetzt aktuell? Nur eins. Okay. Können wir Sonnenblumen ernten? Das Schneidwerk bräuchten wir auch noch dazu. Nö. Ja, wollen wir uns jetzt einen Ballenwagen kaufen oder nicht? Kauf was mit Autolot, bitte. Boah. Den aus dem DLC. In der Autolot hat? Für 73.000. Der ist auch teuer. Warte mal. Ja. Ballen. Wo ist denn Ballentechnik hier? Also für 10.000. Wo ist denn die Ballentechnik? Verdammt nochmal. Ballentechnik. Aber der sieht nicht nach Autolot aus. 10.000? Ganz hinten die Adurante. Ja, ne, die sind nicht Autolot. Es lief doch so gut. Ohne einen Fehler und alles ist hier im Arsch. Ja. Wo mich das ein bisschen wundert, die Adurante. 36 Rundballen. Der andere zeigt 24 Quaderballen an. Sie könnte vielleicht doch Autoload sein. Weil sonst würde ja nicht dastehen, wie viele Ballen da drauf gehen, oder? Ja, aber ich meine, in den Kommentaren hat es noch was geheißen, die schmeißen Fehler. Ja, ja. Ach so, ja. Was die Adurante, die hatten ja schon mal auf einem Server drauf. Und ja, ja. Für sie hat die aber wieder hier drauf gemacht. Da fand die ganz toll. Ich fand die auch toll. Ja.
dann kaufe ich die waren im Mod-Hub, deswegen habe ich gedacht, die sind fehlerfrei, weil im Mod-Hub kommt doch keine Scheiße rein. Doch, genügend. Ja? Ja. Okay. Ich dachte, die werden von Giants überprüft oder so. Der Servicewagen vom Projekt, den wir drauf hatten, den ganzen Server abgelegt hat. War auch vom Mod-Hub. Ja. Okay. Also kaufen oder nicht? Welchen? Den RBM Pro 2000 von Anderson. Boah, das ist eine Hausnummer, ne? Ja. Das ist eine Hausnummer. Oder wir nehmen den RBM 2000. Warte mal. Aber das sollten wir in der nächsten Folge weiter diskutieren. In dem Sinne, meine lieben Freunde, schaut bei den guten McManus vorbei. Alles unten in der Videobeschreibung. Schaut auf jeden Fall morgen zur nächsten Folge vorbei. Und wir sagen tschüss und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss. Tschüss. Tschüss.